Ich grüße dich. In diesem Video geht's um deine Stärken. Nicht um deine Schwächen und Stärken, sondern nur um deine Stärken. Denn was das Wichtigste ist in deinem Leben, egal welchen Alters du bist, egal ob du jetzt 5, 2, 3 oder 50, 60, 80 bist, es ist sehr wichtig, und das meine ich wirklich ernst, das meine ich nicht als, keine Ahnung, irgendwelche Floskel, die dahingesagt wird, verstärke deine Stärken und kümmere dich nicht groß um deine Schwächen. Denn dass jeder Mensch Schwächen hat, das ist normal. Aber kümmerst du dich um deine Schwächen, was passiert? Werden sie weniger? Verändern sie sich? Bei mir nicht. Wenn ich mich auf meine Schwächen konzentriere, dann wird es bei mir, wenn man so will, immer dunkler. Und ich sehe dann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes immer ein bisschen schlechter. Und ich kann auch nicht wirklich arbeiten. Denn was repräsentieren meine Schwächen? Meine Schwächen repräsentieren das, was ich verbessern möchte, aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht so wirklich kann im Moment. Gehe ich aber hin und verstärke meine Stärken, dann passiert Folgendes. Die Schwächen werden kleiner. Weil du deine Aufmerksamkeit, wir wissen, Energie folgt der Aufmerksamkeit, deine Aufmerksamkeit auf die Stärken legst. Und sobald das passiert, werden die Schwächen kleiner, weil sie nicht mehr relevant sind oder viel irrelevanter. Daher verstärke deine Stärken und schau, was dich noch interessiert, wenn du denkst, ja, jetzt, das kann ich wirklich sehr gut. Da muss ich nicht mehr allzu viel verbessern oder kann nicht mehr allzu viel dazulernen. Dann kommt eine neue Stärke, dann kommt ein neues Interesse. Ganz einfach. Gehst du aber auf die andere Seite, dann funktioniert das nicht. Also, stärke deine Stärken und sei dir bewusst, dass du Schwächen hast. Ansonsten wärst du kein Mensch, denn es gibt keinen Mensch, der keine Schwächen hat. Und dieses blöde Gelabere, was sind ihre Stärken und was sind ihre Schwächen? Sorry, das ist Schwachsinn. Im wahrsten Sinne des Wortes, im Sinne, also was den Sinn angeht, völlig schwach. Was aber deine Stärken verstärkt, das ist wirklich stark. Okay, hat dir das was gebracht? Bewerte das Video und schreib in die Kommentare, wie es dir geht, wenn du deine Stärken wirklich verstärkst. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.